Immer wieder tauchen die verstörenden Seiten im Internet auf. Kinderpornografie findet ihre Schlupflöcher. Aber diese Seiten würden jetzt schneller gelöscht. Der Verband der deutschen Internetwirtschaft sieht das als Erfolg. Die Bilanz der Internetbeschwerdestelle im letzten halben Jahr ist äußerst erfolgreich und erfreulich. Wir haben es insgesamt geschafft, von allen uns gemeldeten kinderpornografischen Inhalten 98% innerhalb einer Woche zu löschen. Löschen statt sperren. Für diese Losung sammelt die Internetwirtschaft Argumente im politischen Kampf gegen Zensurmöglichkeiten. Das bereits beschlossene Gesetz, das erlaubt, Seiten zu sperren, zum Beispiel mit einem Stoppschild, ist nach langen Debatten von der Koalition zunächst außer Vollzug gesetzt worden. Vor allem die FDP will dieses Gesetz nicht. Doch ohne Sperren geht es nicht, sagen Polizeiermittler, gerade wegen der vielen im Ausland betriebenen Seiten. Wir stellen auch fest, dass Löschen zwar leicht gesagt ist, aber das Geschäftsmodell der organisierten Kriminalität lässt sich durch Löschen nicht so einfach aushebeln. Die Seiten tauchen später wieder auf. Grundsätzlich gegen das Sperren wehren sich Internetaktivisten wie der renommierte Blogger Markus Beckedahl. Zwar sieht auch er Verbesserungsbedarf beim Löschen kinderpornografischer Seiten, aber er fürchtet eine Ausweitung der staatlichen Kontrolle. Die Errichtung einer Sperrinfrastruktur kommt einer Zensurinfrastruktur gleich. Die können wir demokratisch nicht kontrollieren und sie wäre die Büchse der Pandora, die wir öffnen würden. Löschen oder sperren? Wie lassen sich kinderpornografische Seiten verhindern? Die politische Debatte ist neu entbrannt.